Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Patrick hier wieder und in diesem Video geht es darum, warum du nicht mehr denken solltest. Viel Spaß damit. Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und ich hatte heute ein dreistündiges Gespräch mit einer Freundin von mir und ihr wisst ja, ich spreche über sehr viele verschiedene Themen. Ich spreche über Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, über Bewusstsein selbst, ich spreche über die zwei Welten und ich spreche natürlich über das Hier und Jetzt. Im Kern sind das gar nicht so viele verschiedene Themen, denn jeder, der sich mehr mit diesen Themenwelten beschäftigt, stellt früher oder später fest, dass ganz viele Richtungen, ganz viele Sachen dieselben Inhalte in anderen Worten sind. So ist beispielsweise einer der der Hauptsachen des Buddhismus oder des Hinduismus ist Achtsamkeit oder bewusstes Sein. Und das natürlich ergänzt sich wunderbar mit der Meditation. Das zum Beispiel geht Hand in Hand mit den Lehren von Eckhart Tolle beispielsweise. Nichtsdestotrotz, die simpelsten Sachen, die sehr einfach sind, zu verstehen, müssen nicht gleichzeitig einfach sein zu erleben bzw. nachzuvollziehen. Was meine ich damit? In einem Gespräch heute mit der Freundin ging es darum, dass sie Probleme hatte in ihrer Beziehung und wir haben darüber gesprochen und uns ausgetauscht und sie war sehr angespannt, sie war sehr angestrengt, sie hat sich viele Gedanken gemacht über ihre Beziehung und ich habe ihr gesagt, sie soll aufhören, darüber nachzudenken. Und Denken ist in der Regel zu 80-85% nie etwas, was uns weiterbringt. Und ich kann mir vorstellen, dass das total verrückt klingen mag, weil, und das war auch ihr Einwand, den möchte ich hier an dieser Stelle mit euch teilen, denn es kam, Patrick, aber wenn ich Probleme habe, ich muss doch darüber nachdenken, ich muss mir doch Gedanken machen, ich muss doch irgendwie zu einer Lösung kommen. Und viele Sachen hier in den Videos wiederhole ich bewusst ganz oft, weil ich tausche mich mit sehr vielen von euch persönlich aus. Mit manchen schreibe ich, mit anderen telefoniere ich. Andere schreiben mir E-Mails, vielen Dank dafür. Und ganz oft stelle ich dann in den Interaktionen mit den jeweiligen Leuten fest, dass es eben oftmals an der Umsetzung scheitert. Das Verständnis ist manchmal da, die Umsetzung manchmal nicht und manchmal auch das Verständnis nicht, was ich verstehen kann, denn es hat Jahre gebraucht bei mir, bis dieser eine Punkt Klick gemacht hat, bis ich das verstanden hatte, bis ich gemerkt habe, das ist es. Und natürlich, man muss nachdenken, wenn man zu Lösungen kommen will. Das Problem ist nicht das Denken. Das Problem ist die Abhängigkeit vom Denken. Das Problem ist nicht, dass wenn ich dich frage, wie viel ist 3 mal 4, dass du ähnlich gehst, nachdenkst und antwortest 12. Das Problem ist nicht, wenn ich dir die Frage stelle, keine Ahnung, wie viel ist 6 mal 8, dass du deinen Verstand benutzt, um die Antwort dann zu geben und zu sagen 48. Das ist nicht das, worum es geht. Das ist dein Verstand, das ist deine Gedanken, das ist wunderbar. Es ist wunderbar, wenn du das nutzt. Es ist wichtig, dass du das nutzt. Es ist ein unglaubliches Tool, der Verstand, das Denken, welches wir nutzen können. Und es sollte weder Ziel sein, davon loszukommen, noch das zu verfluchen, zu bewerten oder sonst was. Worum es geht im Kern ist weiterhin nachzudenken, aber dann, wenn wir unseren Verstand gebrauchen wollen, wenn wir wirklich nachdenken wollen und nicht in den Momenten, wo unsere Gedanken uns quälen, ohne dass wir faktisch nachdenken wollen. Und das Problem ist, dass das 80-90% des Tages so ist. Im Kopf kreisen unsere Gedanken, wir haben schlechte Laune als Folge unserer Gedanken, weil unsere Gedanken uns dominieren, weil unsere Gedanken zu unserem Herr geworden sind, anstatt das zu sein, was sie eigentlich sein sollten, unser Diener, den wir benutzen, wenn wir ihn denn brauchen. Das heißt, Sachen wie Ängste, Sorgen, wenn wir Sachen bereuen, wenn wir trauern hinter einer Sache hinterher beispielsweise, all diese Sachen
füllen unseren Tag aus mit Negativität, ohne dass es uns etwas bringt. Denn über eine Sache nachzudenken macht Sinn. Ängste, Sorgen zu haben wegen ihr oder etwas zu bereuen, all das macht keinen Sinn, hat nichts mit dem Verstand zu tun und ist in keinster Weise produktiv in irgendeiner Hinsicht. Und weil ich weiß, dass das sehr schwammig klingt und für viele nur sehr schwer greifbar ist, möchte ich dir hier einfach mal drei Beispiele nennen, die mir in den letzten Jahren immer mal wieder begegnet sind. Beispiel Nummer 1. Ich sage, Ängste, Sorgen etc. machen überhaupt keinen Sinn und vollkommen unnötig. Reaktion: Patrick, du sagst das so einfach, aber du hast ja auch keine 2000 Euro Schulden und eine Rechnung auf dem Tisch liegen, die du bis in 3 Wochen überweisen müsstest. Punkt Nummer 1. Manchmal, ob man es weiß oder nicht, wollen Menschen in ihrem Leid bleiben. Gerade wenn jemand sehr wütend oder sehr emotional auf solche Aussagen reagiert, spricht vieles dafür, dass sie ihm besonders gut helfen würden. Aber worauf will ich hinaus? Er hat vollkommen recht, als sachliches Argument. Wenn er Schulden hat, wenn er Rechnungen hat, den Rechnungen ist das scheißegal, ob er darüber nachdenkt oder nicht, die müssen bezahlt werden. Das ist ein Problem aus dem richtigen Leben. Man muss irgendwie gucken, dass man das Geld zusammenbekommt. Und bis zu dem Punkt bin ich vollkommen bei ihm. Und auch bei euch, wenn ihr das denkt. Denn natürlich ist das so. Man hat ein Problem, man muss es lösen. Die Frage ist, wie geht man da jetzt ran? Denken, unser Verstand wäre, wenn derjenige zu mir kommt, er sagt, ich habe 2000 Euro Schulden, ich muss eine Rechnung zahlen bis nächste Woche, fuck. Denken wäre, wenn ich ihm sage, okay, pass auf, lass uns hinsetzen. Wir setzen uns hin, ich stelle einen Kaffee an, wir überlegen, wir brainstormen, wir überlegen, okay, wie kann er vielleicht die Fixkosten senken, wo kann er vielleicht einen kurzfristigen Minikredit herbekommen, wo kann er vielleicht einen Job machen, wo er innerhalb der nächsten Tage zufällig schon an Geld kommen könnte, wie kann er eventuell die Rechnungen stunden oder in Raten abzahlen, mit wem kann man sprechen, da gibt es ganz viele Stellräder, mit denen man, die man in Bewegung setzen könnte, um da zu einer Lösung zu kommen. Darum würden wir nachdenken. Das wäre kein Problem, das wäre super. Realität ist aber oftmals eine andere. Realität ist oftmals, dass genau derjenige mit Rechnungen auf dem Tisch etc. eben nicht sachlich über die Sache nachdenken würde, sprich sich seines Verstandes bedienen würde, sondern eben das Gegenteil machen würde. Sein Verstand würde Herr über ihn werden und das, was er loswerden würde, wäre wahrscheinlich inhaltlich sowas wie, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll und boah, ich bin so im Stress, ich muss irgendwie das Geld zusammenbekommen, ich weiß nicht, wie ich das Geld zusammenbekommen soll und jetzt passiert auch noch das und jetzt passiert auch noch das und ich weiß nicht mehr, wohin mit meinen Gedanken, ich kann abends nicht einschlafen, ich kriege keinen Schlaf mehr und so weiter. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und genau das ist der Punkt. Denn all das, was ich eben vorgespielt habe, ist weder produktiv, noch ergibt es irgendeinen Sinn, noch ist es sachlich, noch ist es ein Lösungsansatz. Man schwelgt nur in der Negativität. Und das passiert bei den meisten Problemen, den Großteil des Tages, eben dass wir unseren Verstand nicht bedienen, sondern von ihm bedient werden. Und solange wie das passiert, leben wir ja gar nicht unser Leben. Wir leben doch gar nicht aktiv. Wir werden gelebt von unseren Gedanken. Sind die negativ, haben wir einen Scheißtag. Sind die positiv, haben wir einen guten Tag. Aber soll das wirklich dein Leben sein? Willst du wirklich, dass dein Leben willkürlich ist und je nachdem, wie sich deine Gedanken morgens entscheiden, über was sie nachdenken wollen, du einen tollen Tag hast oder du einen Scheißtag hast? Ich meine, das kann es ja nicht sein. Wie geil wäre es denn, wenn du dir überlegen könntest, über was du nachdenken möchtest, wenn du dich deines Verstandes bedienen könntest, wenn er zu deinem Diener wird und dich nicht mehr runterzieht, wenn es dir den ganzen Tag über gut gehen würde? Das ist doch das, was wir eigentlich anstreben wollen. Das sollte doch das Ziel sein. Und ich denke, dass auch das ist, wozu wir als Menschen letztlich hier sind. Und nicht dafür, dass wir geboren werden als unglaublich komplexe, spirituelle, wundervolle Wesen, um dann den ganzen Tag da zu sitzen und uns den Kopf darüber zu berechnen, wie wir die Rechnung zahlen können und untergehen in Sorgen, Ängsten, Nöten, Sachen, die wir bereuen, Sachen aus der Vergangenheit, die passiert sind oder Sachen aus der Zukunft, die uns eventuell widerfahren könnten, ohne dass das irgendeinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass das auch so kommen würde.
Wir sind dafür da, damit es uns wundervoll geht, damit wir im Überfluss leben, damit wir unseren Verstand benutzen können als wundervolles Tool, um das Leben zu leben, welches wir faktisch leben wollen. Das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, lass einen Daumen nach oben da. Dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, adios.